Hallo meine Lieben, ich mache heute das Google Auto Complete Interview. So sieht's aus. Okay, da kommt die erste Frage. Sehr gespannt, reißen wir mal gleich ab. Wer ist Guido Maria Kretschmer? Ja, das wüsste ich auch gern. Ich finde, das ist ein Mensch, den ich sehr gern mag, den ich seit dem 11. Mai 1965 kenne. Und wenn ich meine Mutter fragen würde, würde sie sagen, das ist einer meiner liebsten Kinder und das finde ich eigentlich gut. Ansonsten, glaube ich, bin ich, ich bin Guido auf jeden Fall und ich bin auch ganz viel Maria und ich bin auch ganz viel Kretschmer. So, nächste Frage. Bin mal gespannt. Wer hat Guido Maria Kretschmer entdeckt? Das wüsste ich auch mal ganz gern. Ich glaube, ich habe mich irgendwie selber entdeckt, wenn ich das mal so sagen darf. Ich war schon immer da, ich habe irgendwie immer an mich geglaubt und dann gab es immer Menschen, die auf mich gezählt haben und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich hatte immer Mentoren in meinem Leben, die dachten, ach, der Guido, dem helfe ich mal, damit es weitergeht. Und deswegen, glaube ich, sind das ganz, ganz viele gewesen, aber vielleicht mein erster richtiger Entdecker, das war vielleicht meine kleine Nähmaschine. Das war das Licht meiner kleinen Nähmaschine. Da habe ich angefangen zu nähen und dann sah ich so einen Lichtspot und da dachte ich, oh Gott, das ist ja mein erster Scheinwerfer. Und da wusste ich, mit diesem kleinen Scheinwerfer kann ich alles im Leben erleben und ist auch so gekommen. Okay, jetzt kommt. Welche Stars tragen Guido Maria Kretschmer? Ich glaube, ganz, ganz viele und viele von denen, die es gar nicht weiß. Aber so richtig internationale haben wir natürlich ganz tolle. Carolina Kuko-Wartricht, meine Sachen. Charlize Theron hat meine Sachen getragen. Viele, Jane Seymour, viele tolle Popstars auch, aber auch viele deutsche Schauspielerinnen, angefangen von Iris Berben über alle möglichen Frauen. Also mir fallen jetzt gar nicht alle an. Ich glaube, die Frage ist eher, wer in Deutschland meine Sachen noch nicht getragen? Das finde ich eigentlich ganz schön. Aber ich bin gar nicht nur so scharf auf die Stars, sondern ich freue mich eigentlich mehr über die ganz normalen Frauen, die meine Sachen tragen. Die Stars auch. Aber so wichtig ist das, glaube ich, nicht. So, kann man Guido Maria Kretschmer besuchen? Ja, für die, die mich kennen, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt sagen würde, bitte kommt, dann wäre, glaube ich, was los. Mein Frank würde durchdrehen. Ich, eigentlich schon. Ich bin eigentlich gut besuchbar, muss man sagen. Ich bin auch druckfähig. Ich würde euch jetzt ungern meine Adresse geben. Aber wer mich sieht und den ich mag, den lade ich gerne ein und dann kann man mich immer wieder besuchen. Auf jeden Fall steht fest, dass man mich immer wieder besuchen kann. Wenn man mich mal besucht hat und mich mag, dann bin ich eigentlich ziemlich treue Seele. So, wie oft erneuert Guido Maria Kretschmer seine Einrichtung? Eigentlich gar nicht so oft, aber ich style ständig um. Also ich würde sagen, ich habe Dinge, die ich schon immer habe und ich habe immer wieder Neues und das probiere ich ganz gut im Fluss zu halten. Also Sachen, die ich nicht mehr will, gebe ich wirklich weg an Freunde, verschenke sie oder gebe es meinem Baumann, Ehefrau, Verkäufer und die haut es irgendwie raus oder ich spende es oder wie auch immer. Also ich bin schon irgendwie immer im Fluss, aber es gibt so Sachen, von denen ich mich niemals trennen würde. Besonders von Menschen, aber auch von Möbeln. Okay, gut, das war die erste Karte. Gott, was für Fragen, das interessiert euch, das ist ja interessant. Weiter geht's. Italiener, na schön wär's. Okay, hier ist, es fragt. Das heißt eine Guido, Maria. Ihr macht das aber bitte anders. Was für Fragen.